Und jetzt ein Wort von der SPÖ, Jörg Leichtfried. Ein Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Zuhörerinnen und Zuseherinnen. Herr Nehammer, ich habe Ihnen jetzt sehr interessiert zugehört, aber ich glaube, mir geht es inzwischen wie viele Menschen in Österreich. Ich glaube Ihnen nichts mehr und die glauben Ihnen auch nichts mehr. Weil der Eindruck, den man hat, ist, irgendwas ist faul in dieser ÖVP. Irgendwas ist faul in dieser ÖVP. Und es sind jetzt so viele Dinge passiert in den letzten Monaten, man verliert ja fast ein bisschen den Überblick, aber zwei Dinge sind mir besonders aufgefallen. Jetzt geht er, der Nehammer. Zwei Dinge sind mir besonders aufgefallen. Diese Geschichte mit den Festplattenschreddern. Bitte, wer kommt auf die Idee, den Social Media Chef der ÖVP zu beauftragen? Herrst, lass das nicht richtig schreddern. Geh zur Firma Reiswolf. Aber sag denen ja nicht, wie du heißt. Und dann zahl ich nichts. Aber gib die richtige Nummer und dass die ja erwischen. Ich meine, wer kommt auf solche Ideen, geschätzte Damen und Herren? Oder dass plötzlich der Parteiobmann, ich glaube, er war damals nicht mehr Bundeskanzler, kann das zeitlich gar nicht zuordnen so wirklich, aber der Parteiobmann der ÖVP mit dem Generalsekretär eine Pressekonferenz zu E-Mails macht, die noch nie irgendwer gelesen hat, die keiner kennt und wo keiner weiß, was drinnen ist. Das hat es auch in diesem Land noch nie gegeben. Und da kommt man schon auf die Idee, dass da etwas anders geworden ist. Es geht, der Klubobmann geht jetzt auch. Ich wollen Sie das nicht anhören, glaube ich, weil es weh tut, die Wahrheit. Es tut wirklich weh, aber ich muss sagen, es war ja die alte ÖVP auch ein bisschen mühsam, aber die haben wenigstens gewissen Anstand noch gehabt. Aber was da jetzt passiert, ist, dass Sie alle zugelassen haben, Sie als Abgeordnete der Österreichischen Volkspartei zugelassen haben, dass aus dieser ehemals alten, doch anständigen ÖVP eine Partei geworden ist, der man vorsätzliche Täuschung, Abhängigkeit von Millionären und Verantwortungslosigkeit zurechnen kann, geschätzte Damen und Herren. Und scheinbar war es so, dass selbst aus Ihren Kreisen das einige schon nicht mehr passt. Und das ist mein Verdacht, warum diese Daten in die Öffentlichkeit gekommen sind, geschätzte Damen und Herren. Jemand von Ihnen ist es alles zu viel geworden, was Sie hier treiben. Und warum spreche ich von vorsätzlicher Täuschung? Wenn man einige Tage vor der Nationalratswahl 2017 behauptet, ich verspreche euch, wir werden die Wahlkampfkosten nicht übersteigen. Und dann stellt sich heraus, dass sie doppelt überstiegen worden sind, dass schon 7 Millionen, 14 Millionen ausgegeben werden. Ist das eine Partei der vorsätzlichen Täuschung? Wenn man sagt, wir legen unsere Regierung, unsere neue Regierung der absoluten Harmonie, wie Sie immer gesagt habt, auf 5 bis 10 Jahre an, und plant schon gleichzeitig die nächste Nationalratswahl Monate zuvor. Und jetzt ist sie da, die Nationalratswahl. Dann ist das auch vorsätzliche Täuschung. Ihr könnt euch bei einem Ex-Partner wirklich bedanken, sowas getan zu haben. Und wenn man treuherzig versichert, aber diesmal werden wir die Wahlkampfkosten sicher nicht überschreiten. Und es stellt sich heraus, dass schon wieder 2 Millionen zu viel sind. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist auch vorsätzliche Täuschung. Das macht jetzt euren Charakter aus in dieser Zeit. Und da dürft ihr euch nicht wundern, dass man euch nichts mehr glaubt. Und es ist auch die Partei der Abhängigkeit von den Millionären. Und Milliardären, Entschuldigung, ja. Und da stelle ich eine Frage.
Bitte, wie schafft man es, wenn einem buchstäblich die Millionen hinterhergeschoben werden, dass man trotzdem 20 Millionen Schulden hat? Das muss man auch einmal zusammenbringen. Das ist eine Großtat, geschätzte Damen und Herren von der ÖVP. Und ich sage, wie man das schafft. Das schafft man, ich will jetzt nicht wieder über Frisuren reden, weil das ist wirklich schon zu lächerlich. Ich glaube, das schafft man, wenn man das Geld beim Fenster hinauswirft und sagt, man spart im System. Das ist nämlich das, was ihr tut, und das macht euch genauso unglaubwürdig von der ÖVP, geschätzte Damen und Herren. Und jetzt hat der Kollege Luger gesagt, die ÖVP ist ihm wurscht. Bitte. Jetzt könnte ich sagen, die Schulden der ÖVP sind mir wurscht. Könnte ich sagen, tue ich aber nicht. Weil gleichzeitig diese Abhängigkeit von den Spendern da ist. Und diese Kombination kann den Eindruck erwecken, dass manche Menschen, die spenden, mehr Einfluss auf Politik nehmen können als die, die zur Wahl gehen. Und das, geschätzte Damen und Herren von der ÖVP, ist Gift für die Demokratie. Und deshalb haben wir auch beschlossen, dass diese Spenden in Zukunft nicht mehr möglich sein. Das war Notwehr, und zwar gerechtfertigte Notwehr, geschätzte Damen und Herren. Und es ist die Partei der Verantwortungslosigkeit. Wenn jemand binnen 17 Monaten zweimal hintereinander eine Regierung in die Luft sprengt, wenn jemals seine eigenen Parteifreunde und seinen Koalitionspartner bewusst hintergeht, wenn jemand sich zu gut dafür ist, obwohl er gewählt ist, die Arbeit im Parlament aufzunehmen, dann ist das verantwortungslos. Und geschätzte Damen und Herren, es gibt so ein Sprichwort, wer einmal die Unwahrheit sagt, den glaubt man nicht. Das trifft schon zu. Und wer noch dazu von Milliardären abhängig ist und verantwortungslos ist, den wählt man nicht. Und das werdet ihr bald sehen, dass das so ist. Dankeschön. Jörg Leichtfried von der SPÖ mit Kritik an der ÖVP. Aus der alten, anständigen ÖVP seine Partei geworden, der man vorsätzliche Täuschung und Verantwortungslosigkeit zurechnen kann.